Ihr Lieben, heute geht es um das Thema Selbstliebe. Und das hat nicht nur etwas mit uns in unserem Alltag zu tun. Natürlich ist es die Grundvoraussetzung für unsere spirituelle Entwicklung. Denn wenn wir uns selbst nicht lieben, wenn wir uns selbst nicht öffnen können für Emotionen, dann können wir natürlich auch nicht die Dinge aus der feinstofflichen Welt empfangen. Denn das sind alles Energien. Und das nehmen wir natürlich wahr über unseren Emotionalkörper. Und wir dürfen uns selbst lieben. Und ich weiß, die ein oder anderen haben da wirklich große Probleme damit, auch wenn sie es eben schon oft versucht haben, sich selbst anzunehmen. Und da gehört wirklich alles dazu, sich einfach so zu akzeptieren, wie man ist. Und sich auch sicher zu sein, dass man richtig ist, dass man wirklich auch etwas hier mit in diese Welt gebracht hat. Denn du hast etwas hier mit in diese Welt gebracht, das, was du auch mit der Welt teilen möchtest. Und alles das in Kombination mit dem, was du bereits erlebt hast und noch erleben wirst in deinem Leben, alles das und dazu dann in Kombination mit deinen Gaben. Du bist deswegen hier, um genau das in die Welt zu bringen. Und sei es, du wirkst in einem kleinen Kreis, in deiner Familie, in deinem Umfeld, deinem Freundeskreis oder eben ja in diesem Kollektiv, wo du vielleicht arbeitsmäßig tätig bist. Oder du bist vielleicht schon so weit, dass du sagst, okay, du gehst raus und beeinflusst andere Menschen. Die Liebe zu uns selbst ist das Allerwichtigste. Denn wenn wir uns selbst uns gegenüber verschließen, ja, dann ist es natürlich auch schwierig, anderen Menschen gegenüber diese Offenheit entgegenzubringen und auch diese Nähe, alles das und auch dieser Empfang. Du kannst nur, wenn du dein Herz öffnest, wenn du dich energetisch öffnest, auch Energien empfangen. Und alles aus der geistigen Welt sind Energien. Also öffne dich dort und mein Umsetzungsimpuls ist heute für dich. Schreibe an dich einen Liebesbrief. Ja, du hast richtig gehört, schreibe an dich einen Liebesbrief. Vielleicht als Teenager hast du schon ja dem einen oder anderen einen Liebesbrief geschrieben und direkt Liebesbrief an mich. Und dann schreibe auf, was du an dir liebst, warum du gern mit dir zusammen bist. Denn du bist mit dir gekommen und du wirst mit dir gehen. Und du hast, ja, du hast dir all das ausgesucht, dieses Leben. Du hast dir auch diesen Körper ausgesucht, alles das. Und nimm dich an, so wie du bist. Und ab diesem Punkt der Annahme kannst du auch alles ändern. Nur erst musst du annehmen, akzeptieren, was du hast, was du bist, um von dort aus dann zu starten, wenn du vielleicht das ein oder andere für dich ändern möchtest. Denn wir sind hier, um zu wachsen, um uns auszudehnen, um uns auch zu verändern. Also warum sollen wir uns denn nicht auch ändern? Aber nimm dich an mit all dem, was du hast und du hast so viel Wundervolles in dir. Also die Aufgabe heute, schreibe dir einen Liebesbrief und ich bin gespannt, wer das umsetzt, wer das wirklich ja mit sich selbst, weil du kommst dir selbst erstmal nahe, du musst dich erst mit dir selbst auseinandersetzen. Was bist du denn bereit, dir an Liebe zuzugestehen? Und dort wirst du spüren, wo ist vielleicht noch der ein oder andere Widerstand, wo du für dich einfach sagen kannst, okay, dort darf ich noch hinschauen. Dort gilt es noch etwas aufzulösen, warum du dich in der einen oder anderen Perspektive noch nicht so lieben kannst, wie du vielleicht andere Menschen liebst, wo du sagst, du hast Vorurteile dir gegenüber und anderen Menschen eben nicht. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und ja, mach bitte diese Umsetzungsaufgabe, setz das um. Es wird wirklich viel bewirken für dich und schon alleine auch für deine Herzöffnung, dass du auch empfänglicher bist für die Energien aus der feinstofflichen Welt und natürlich somit auch für deine spirituelle Entwicklung. Ja, das war's von mir und dann bis bald.